Ich glaube, die meisten Menschen würden erstmal sagen, das sieht aus wie das Auge von Sauron. If we build the NGVLA, we'll have 168 of the new prototype antennas on the site. Das ist eine Dimension, die es vorher noch nicht in der Form gegeben hat. Die Kälte in den Januar-Februar-Monaten war schon extrem. IPER musste an seine Grenzen gehen. Die extremsten Objekte in unserem Weltall sind natürlich die schwarzen Löcher. Und das ist ja das große Mysterium. Die schwarzen Löcher haben so große Massen, dass selbst das Licht diesem schwarzen Loch nicht mehr entkommen kann. Es verschluckt eigentlich alles und zieht alles in seinen Bann. Das erste Bild des schwarzen Loches ist gerade erst 6 Jahre alt, wurde von 8 Teleskopen, die weltweit verteilt auf der Erde platziert sind, aufgenommen. Und das Besondere ist, dass von diesen 8 Teleskopen 5 Teleskope mein Vater designt und natürlich auch gebaut hat. Wir bauen Präzisionsantennen und Teleskope für Wissenschaft. Also das NGVLA wird das leistungsfähigste Observatorium der nächsten 10 Jahre sein. Eine absolute Neuheit, um dann das Weltall zu erforschen. Natürlich besteht so ein Teleskop, was ja ungefähr 140 Tonnen alleine wiegt, aus unzähligen Komponenten. Wir brauchen Steifigkeit, brauchen eine ungeheure Präzision. Was mich am meisten fasziniert, das ist die Präzision, die sowohl die Antenne insgesamt als auch die Komponenten erfüllen müssen. Mit der fertigen Antenne kann ein Tennisball auf dem Mond lokalisiert werden. Das ist eine Entfernung von rund 400.000 Kilometer oder 4-mal um den Erdball. Und davon kann man auch ableiten, welche Präzision die Komponenten erfüllen müssen. Durch das Großwälzlager wird die Antenne um 360 Grad drehbar gemacht. Und durch die Elevationslagerung bzw. Segmente wird der Neigungswinkel der Antenne eingestellt. Danach werden recht umfangreiche Tests noch durchgeführt, um diese extremen Präzisionen zu prüfen und auch zu dokumentieren. Wir mussten bei der Herstellung der Komponenten sicherlich an die Grenzen gehen, dessen, was machbar ist, auch im Hinblick auf den Maschinenpark, den wir zur Verfügung haben. Wir reden über Arbeitsgänge wie Drehen, Fräsen, Schleifen, Berechnungen, technische Ausarbeitung, das ist das eine, aber man muss es am Ende des Tages auch fertigen können. Aber wir haben es geschafft. Yeah, why here? So NRO picked this location after doing a survey of the entire United States. So one of the things that makes this place special is the fact that it's a high desert plateau, thin atmosphere, and then the dry atmosphere also helps preserve the incoming radio signals from outer space. It's a valley, it's an old lake bed, and so the mountains that surround it protect us from interference from nearby towns. Radio astronomy really provides a different window into the universe. These are really laboratories. They can really advance our understanding of science. These telescopes are used to improve global navigation and positioning systems. Make sure that your car navigation works, for example. Von Lieb her sind verbaut einmal der Zahnkranz, der die Antenne in Azimut, also in der Drehbewegung, fährt, und die Getriebe für Azimut und auch für Elevation. Die Lieber-Komponenten helfen natürlich dahingehend, dass sie so präzise gestellt werden können. Und die Übersetzung ist so immens groß, dass wir wirklich punktuell auf wenige Millimeter bzw. Mikrometer sogar fahren können. Der Big Lift ist ein bisschen komplizierter abgelaufen als geplant. Wir hatten etwas mehr Gewicht. Ungefähr waren wir bei knapp 65 Tonnen. War ein bisschen, ja, Fingerspitzengefühl und Zentimeterarbeit. Die größten Herausforderungen waren eigentlich die Witterungsbedingungen. Die waren sehr wechselhaft. Angefangen von Trockengewittern. Dann hatten wir jede Menge Wind. Wir waren eingemietet auf einer Ranch hier. Es war ein bisschen wie der pure Wilde Westen mit Tieren und alles, was dazugehört. Der Prototyp ist sehr wahrscheinlich das Meisterstück, was mein Vater designt und noch gebaut hat. Und es gibt die ersten Skizzen, die er noch per Hand auf Millimeterpapier gemalt hat. Das ist das mit Abstand beste Teleskop in diesem Bereich und in dieser besonderen Optik. Es
So there are a number of insights we can glean through the construction of the next generation Very Large Array. It can tell us a lot about the cradle of life and our place in the universe. But being part of NGVLA has really been a privilege to support the next generation of scientists around the world. Das Besondere an diesem Projekt ist natürlich einfach auch diese Internationalität. Diese Menge an geballtem Wissen, das ja dann zusammenkommt, ist einfach auch wunderschön, dass man da, ein Teil von sein darf.